So, liebe Kämmerricks, wir sind ja in der Mattacher und Zermatt-Bahn. Jetzt fahren wir nach Zermatt, da ist der Güni. Zuma, hoffentlich kriege ich ihn noch. Ja, da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Da. Da ist Güni, der steht hier jetzt. So, wie eben gerade angekündigt, sind wir jetzt in der Zermatt-Matterhorn-Bahn. Im Garten Güni gab es ein, zwei Problemchen. Die Trittstufe hat sich nicht einfahren lassen. Hallo Dennis, wir haben hier einen echten Notfall. Also die Einstiegsstufe hier lässt sich nicht einfahren. Wir sind ja auf hier so einem Buspark, also wir dürfen ja auch parken für zwei Tage, aber wir stehen auch alle, lange Rede, kurzer Sinn. Hier, ich drücke hier, bewegt sich ein bisschen, vielleicht siehst du es da unten. Das war's dann. Da, es vibriert. So, ich gehe mal näher dran. So. Da. Aber rein oder so geht gar nichts. Sag mir bitte, was ich machen soll. Okay, danke. Also warum? Vielleicht so viel Matschdreck, ich weiß nicht. Ist schon mal vorgekommen, damals in Holland. In Holland, da war das allererste Mal. Da war auch kein Matsch und kein Dreck. Müssen wir mal prüfen lassen, woran es liegt. Ich habe die jetzt manuell, ich habe vorher noch bei San Mubikas angerufen. Unseren Lieblingsmechaniker, den Christian, hatte ich auch gleich dran. Und der hat mir gesagt, lass uns das probieren mal aus. Und habe ich einfach so jetzt mal ein bisschen mit Gefühl, habe ich sie noch reingekriegt, die Trittstufe. Aber das muss mal überprüft werden, woran es liegt. Und ja, wir sind jetzt froh, dass wir in der Bahn sitzen. Die Loderreifen haben einen guten Job gemacht. Ich ja, auch. Du hast auch einen guten Job gemacht. Genau. Also 12% Gefälle, 17, bei nicht 17% Gefälle. Das ging richtig schön hoch. Bei nicht, mit Kurven. Genau, bei nicht... sagt man nicht gesäuberten, freigeräumten Straßen, genau. Auf einer Schneedecke mit einem 3,5 Tonner. Also das hat er echt super gemacht, weil du musst langsam fahren und trotzdem brauchst du Schwung, um hochzukommen. Also das ist wirklich, das war nicht ohne. Ja. Und das erste Mal auch im Schnee mit Güni. Insofern, die Reifen waren super, aber du warst auch super. Ja, ich war super. Nee, da ging mir ein bisschen die Düse, aber ich habe es geschafft. Wie gesagt, mit Gefühl. Wir haben ja einen Frontantrieb, der ist ja kein 4x4-Fahrzeug. Also kein Allrad, aber die Reifen haben ihren Job, ich auch natürlich, okay, 17%. Und vielleicht kann mit ihr daraus, oh, schaut mal ja, her. Ja, jetzt schwenk mal hier rüber. Jetzt schwenk ich mal darüber. Seht ihr mal hier, das Zermattertal, oder? Das Matterhorn sehen wir noch nicht, das kommt später. Ja, das kommt später. Und da noch ein bisschen, und das ist ja hier die Bahn. Und ja. Das bin ich. So, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt im alten Resort und wie heißt es? Der Shuttle Service. Shuttle Service, genau. Genau. Alles Resort. Elektroautos. Genau. Hier sieht es so aus. Hier ist der Bahnhof von Zermatt. Ja, schnuckelig. Ah, und hier, ja, da hinten, wenn wir dann mal laufen gehen. Ja, wie gesagt, Matterhorn, Gotthardbahn. Oben seht ihr es. Ja, Tür zumachen. So, geht zum Hotel. Ja. Hier haben wir das Alpenresort. Da werden wir nicht stiegen. In den nächsten zwei Tagen. Hier ist es Bar. Oh, ah, da. Na gut, das habe ich jetzt nicht eingefallen. Ach, hier ist das Alpenresort. Ja, vielleicht gehört es ja dazu. Unser Hotelzimmer in Zermatt. Hier haben wir einmal den Sanitärenbereich, also eine riesengroße Dusche mit Wanne. Okay, Toilette. Okay, ist okay. Großes Waschbecken. Ja, da seht ihr mich auch mal. Hallo. Und ja, hier kann man im Schrank. Hier haben wir auch unsere Sachen aufgehängt, Tasche und hier ist unser Zimmer. Richtig großes Bett, da natürlich das Matterhorn und ein richtig, richtig schönes Zimmer. Man merkt, es ist ein älteres Gebäude, also es ist ein Fachwerkhaus, weil die Decken sind ziemlich niedrig. Ich komme dran, ohne Probleme. Ja, schönes, ich denke mal, das ist so Walnussoptik oder auch Holz, obwohl... Nee. Das ist richtiges Holz. Ich habe mal drauf geklopft. Eine Couch, Couchtisch, kleiner Mini. Ein Minisessel ist es nicht, einfach ein schöner Sessel. Da sind diese Schwarzkopf-Schafe. Die sind hier
an Institutionen, das Matterhorn. Und da oben natürlich hier die Flugzeugtriebwerks, Dingsbums, egal. So, hier geht es jetzt raus. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight des Ganzen. Und zwar hier ein riesengroßer Balkon. Ich bin ein bisschen leise, will ja niemanden stören. Und da ist es, das Matterhorn. Wunderschön. Gleich werde ich ihn euch zoomen, ranzoomen. Und dann seht ihr noch besser. Hier der Zoom. Mit Aussicht aus Matterhorn. Wunderschön. Das Matterhorn.